Okay, liebe Freunde von liberalen Demokratie, denken wir uns, nehmen wir mal das Beispiel kurz der Silos. Die Silos, der Bau der Silos kann allein ein Zeichen sein, dass unsere Regierung dabei ist, im Geheimen wettzurüsten. Das ist ein extremes Zeichen, das gerade in die Öffentlichkeit kommt. Und ihr könnt uns jetzt mal endlich erklären, wo sozusagen es in Ordnung ist, dass eine Zeitung es veröffentlicht darf und als investigativer Journalismus gilt und hochgehalten wird und als Fundament für unsere sozusagen Demokratie. Aber der Mann, der es sagt, sozusagen der Landesverräter ist und der eingesperrt gehört, das habt ihr nicht gemacht und das konntet ihr nicht und das kann vielleicht diese Schließende. So, das ist nämlich der Punkt. Wir setzen an diesen Mann an, der uns die Mittel gibt, dafür nämlich überhaupt diesen investigativen Journalismus zu machen. Und die Weltöffentlichkeit ist super leicht erklärt. Sobald es sozusagen für ein Land Interesse wird, dass es die Zeitung druckt, dass der Diskurs im eigenen Land kommt, kommt es in die Zeitung und damit ist es in der Weltöffentlichkeit. Wenn CNN es veröffentlicht, weiß es jeder überall. Damit ist es sozusagen im Gespräch. Das ist der leichte Kreis, den wir schließen. Hier. So, wenn wir EVEX weiter verkünden, dann haben wir hier den Mechanismus, einen Angriff zu stoppen. Ja, wir setzen ihn in Gefahr, dass er falsch läuft. Aber genau das ist die Sache, ob dieser Angriff überhaupt rechtmäßig ist. Und darüber werde ich reden, über proaktive und reaktive sozusagen Whistleblower. Über diese zwei werde ich reden. So, da haben wir die Möglichkeit, diesen Angriff zu stoppen. Das haben wir einmal. Wir hatten auch die Sache hier, dass wir gehört haben, ach, der Geheimdienst als Ganzes muss agieren. Wenn wir uns den Geheimdienst als Ganzes nämlich anschauen, dann sind wir schon bei der proaktiven Seite. Hätten wir sozusagen, der Geheimdienst damals, der CIA, hatte Colin Powell Beweise geliefert dafür, dass im Irak Massenvernichtungswaffen liegen würden. Die Fakt ist, es ist falsch und der Geheimdienst hat sich als Gesamtsystem dafür entschieden, dass es hier sozusagen dreckig lügt und die Weltöffentlichkeit belogen wird. Wenn sich hier einzelne Personen gemeldet haben an ihren höheren Vorgesetzten und sagen, diese Dokumente sind doch aber dreckige Lügen und wir machen damit einen Angriffskrieg, dann sozusagen ist euer System im System gar nicht möglich gewesen und weil sozusagen die Stimme von oben kam, macht das nicht. Und der Präsident zusätzlich auch noch gesagt hat, macht das nicht. So, das heißt, er muss außerhalb des Systems gehen und hätte diese Information, um es zu verhindern, außerhalb des Systems überhaupt machen müssen. So können wir überhaupt proaktiv agieren, weil wir der Meinung sind, dass jeder einzelne Bürger, gerade in einer liberalen, demokratischen sozusagen Gesellschaft und diese Personen als CIA-Agenten, die beispielsweise geschult werden, nämlich ein besonders hohes Empfindnis dafür haben, was für die Konsequenzen ihrer Handlungen jeweils sind und dafür werden sie ihr Leben lang sozusagen speziell trainiert. Das heißt, diese Menschen wissen genau, was es ist und wenn sie dann ihren innerlichen moralischen Kompass befragen und fragen, ob es richtig ist, einen Angriffskrieg zu führen oder nicht, dann sozusagen entscheiden sie sich, weil das System ihnen intern nicht die Möglichkeit gibt, dass sie auch extern gehen müssen. Und dann haben sie auch die Möglichkeit, geschützt zu sein. Aber selbst wenn sie sozusagen erkannt werden, sozusagen rauskommt, dass sie, der ganze CIA-Apparat genutzt wird, um rauszufinden, wer sie waren, und wir dann die Möglichkeit, oder sie in die Öffentlichkeit gehen als Person selber, dann sagen wir, sollten wir sie nicht unter Landesverrat machen, weil sie dieser Demokratie einen Dienst erwiesen haben. Und das haben sie sozusagen, hat die erste Regierung ja schon als Endergebnis präsentiert. Sozusagen, ich sage euch jetzt den Prozess. Der Prozess ist, dass sie sozusagen durch die Öffentlichung machen, sozusagen diese moralischen Werte in der Gesellschaft hineintragen und es uns möglich machen, darüber nachzudenken. Und wir sollten es fördern und wir sollten es stärken, dass diese Menschen einen Kompass haben und einen Angriffskrieg sozusagen uns klar machen. So, das haben wir jetzt gehabt. So, warum ist das besser als jede reaktive Aktion? Als reaktive Aktion nehmen wir Abu Ghraib. Das sozusagen ist erst geschehen und dann konnte erst darüber berichtet werden. Das ist sozusagen das, wie es hier angeht. Wir haben hier ebenfalls den Fall, dass eine Gesamtregierung sich dafür entschieden hat, Folter sozusagen unter dem Wink-Wink zu machen, dass es doch in Ordnung ist, solange die Mittel sozusagen am Ende uns das Ergebnis liefern. Das war die Sache. Niemand aus dieser Regierung, der den Befehl nach unten gegeben hat, dass Folter anzuwenden ist, nicht Bush, nicht irgendein Außenminister, nicht der Verteidigungsminister, niemand wurde zur Ressort gerufen und auch niemand in den unteren Ebenen, nur die, die nachher die Befehle befolgt haben. Und das wird man doch wohl noch sagen dürfen, das muss man vor allem nach außen machen, in einem demokratischen Sinne. Also du hast jetzt die Beweise, wäre nicht die Lösung dieses Problems, dass die USA dem internationalen Strafgerichtshof beitreten, wo die allermeisten westlichen Demokratien Mitglieder sind, um dieses Problem zu lösen. Die Informationen sind ja deiner Meinung nach schon da. Ja, aber da fehlt nur der internationale Druck, dass die USA sich überhaupt beugt. Sie sehen sich aber als Supermacht und außerhalb dieses Systems, da muss erstmal ein internationaler Druck aufgebaut werden. Ohne Informationen, sozusagen, dass hier eine Fehlhandlung passiert ist, kann diese jeweilige Regierung, die es als problematisch sieht, oder als sozusagen Verstoß gegen den moralischen Kompass oder das moralische Grundempfinden der Weltöffentlichkeit, überhaupt nicht sagen, dass die USA hier etwas Falsches gemacht hat und sie dann nicht im Endeffekt sozusagen auch zwingen, hier Teil dieser Gerichtsbarkeit zu werden, um sie zu... Ja, sie müssen erst gezwungen werden, hören wir doch mal zu. Sie müssen erst gezwungen werden, das können Sie erst durch internationalen Druck. Und dann werden Sie für Ihre Taten auch zur Rechenschaft gezogen. Aber solange Sie sich diesem Druck nicht beugen müssen, solange der Druck nicht groß genug ist, können Sie dies nicht machen. Und dafür brauchen wir diese Informationen. Ja, ja. So, das haben wir jetzt auch gemacht. Was haben wir denn eigentlich da noch sonst so? Okay,
Wir haben eigentlich sozusagen nur noch den Begriff des Landesverrats uns opfern und schauen uns den nochmal an. So. Ob denn nun wirklich jemand ein Land verrät oder sozusagen dem Land den größten Dienst begeht. Wenn er, wie gesagt, innerhalb des eigenen Systems nicht vorankommt, muss er diese extern nutzen. Und dann sehen wir es gerade als erforderlich, dass er dass er sich hier sozusagen außerhalb des eigenen, außerhalb der eigenen Hackordnung bewegt. So. Den Dienst, den wir jetzt an diesem Land haben, ist, dass wir feststellen können, ob die Handlung, die dieses Land begehen will oder begangen hat, dem eigenen moralischen Kompass entspricht, dass wir als Gesamtgesellschaft dieses haben. Als Gesamtgesellschaft haben wir aber die Informationen meistens eher sozusagen reaktiv. Das heißt, wir hatten auch nie die Möglichkeit, darüber abzustimmen. Bei einer Wahl sagen wir lediglich, diese Person soll uns vertreten und sie tritt sozusagen mit einem Angebot an uns und sagt, wir machen jetzt das in der Wirtschaft und das in dem jeweiligen anderen Bereich. Aber sie sagt uns sozusagen nicht, wo es im operativen Geschäft ist. Da hoffen wir, dass die internen Machtstrukturen sozusagen das machen und von alleine gehen. Wenn sie es nicht schaffen, dann können wir sozusagen den Druck in der eigenen Gesellschaft entweder international, das ist der größte, wo wir das operative Handeln machen können, oder, das ist die Problematik sozusagen im internen Bereich, müssen wir erst feststellen, dass diese Person innerhalb ihres Machtbereiches gegen die Verfassung verstoßen hat, sonst können wir sie gar nicht absetzen. Das ist sozusagen eine der großen Problematiken, vor denen wir stehen. Im internen Bereich muss diese Handlung nicht nur moralisch falsch sein, nicht nur die Handlung, die beabsichtigt ist, moralisch falsch sein, und sie wird ja verhindert, gerade durch unseren Whistleblower, aber sie muss auch sozusagen ein Verstoß sein gegen gegen geltendes Recht. Wenn sie das nicht ist, aber trotzdem moralisch falsch ist, können wir sie nur aufhalten, indem wir den externalen Druck nehmen, den von außen, wo sozusagen eine operative Regierung gezwungen wird, sozusagen von anderen Regierungen hier in einem globalen Rahmen, das ist ja meistens die Handlung, von denen sozusagen gehandelt wird, oder für die für internationale Weltbürger sozusagen interessant ist, wo es über die eigenen Landesgrenzen geht, da sozusagen von außen diesen Druck bekommen, um ihr eigenes Handeln zu verletzen, weil es intern nicht möglich ist, weil wir proaktiv handeln müssen und nicht reaktiv, und weil es nur im Dienst unseres eigenen Landes steht. Deswegen diese Empfehlung.